Das Projekt Next Education in der Deutschen Bahn AG wird durch zwei ganz wesentliche Aspekte geprägt. Das ist einmal die Ermöglichungsdidaktik und auf der anderen Seite die Kompetenzorientierung. Deswegen freue ich mich, dass wir die beiden Vertreter dieser Konzeptionen, dieser Ansätze hier in einem Gespräch hier haben. Und zwar einmal Professor Dr. Arnold von der TU Kaiserslautern und Professor Dr. Erpenbeck von der Steinbeis-Universität in Berlin. Herr Arnold, warum können klassische Weiterbildungsseminare den Anforderungen eines betrieblichen Lernens in der Zukunft nicht mehr gerecht werden? Also ich würde sagen, der Hauptgrund liegt darin, dass die Transferstrecke so lang ist, wie man so schön sagen könnte. Also zum einen das Lernen in seminaristischen Kontexten ist losgelöst von der betrieblichen Praxis und bedarf dann einer gewissen Transformationsleistung, bis das dann in die Wirklichkeit überhaupt Einzug halten kann. Und auf dieser Transferstrecke geht einfach zu viel verloren, sodass es ja schon vor Jahren dann auch die Überlegung gab, mal zu sagen, die Weiterbildungslüge, im Grunde genommen ist das ein Haufen Geld, was ihr da investiert, aber es bringt nicht die erwarteten Erfolge. Und wenn man jetzt noch lernpsychologisch informiert nachsetzt, dann kann man sagen, die Lernpsychologie hat in den letzten Jahren uns Hinweise darauf gegeben, auch die Hirnforschung, dass Lernen sowieso nur etwas ist, was das Subjekt aus sich heraus gestalten kann und nicht dadurch, dass man es in einen gewissen Lernort bringt, mit Lehrpersonen zusammenbringt. Und dieses aus sich heraus Gestalten ist umso wahrscheinlicher, je näher man an dem Ursprungsort, an dem Anwendungsort ist. Da wird gelernt. Ich will jetzt nicht immer auf dieser Untersuchung von Livingstone rumreiten, aber wenn es stimmt, dass 80% der Kompetenz die Menschen außerhalb von Bildungsinstitutionen erwerben, das heißt am Arbeitsplatz, in der Gemeinde, im Freundeskreis, das, was wir immer schon vermutet haben, was Pestalozzi gemeint hat, wenn er gesagt hat, das Leben bildet, wenn das stimmt, dann müssten wir eben aufhören, sozusagen das Lernen aus der Wirklichkeit heraus zu isolieren und dort die Menschen zu trainieren und dann hoffend, dass dir das in irgendeiner Form gelingt, das in der Praxis anzuwenden, in die Praxis zu transferieren. Wir sollten es gleich dort lassen, dort begleiten, wo die Menschen in der Praxis sind. Und da ist es natürlich so, dass wir da eine völlig neue didaktische Fokussierung brauchen. Wir dürfen nicht so sehr von den Inhalten auf die Lernprozesse schauen oder nur von den Inhalten, sondern müssen mehr auf die Aneignung der Subjekte schauen. Was passiert eigentlich, wenn ein Mensch sich etwas aneignet und es plötzlich kann? Obwohl, so müsste man fast sagen, er es gar nicht können dürfte. Mein Lieblingsbeispiel, was ich den Leuten immer in dem Zusammenhang zitiere, ist Joschka Fischer. Der konnte Dinge, die er gar nicht hätte können dürfen, weil er nicht in den Bildungseinrichtungen war. Wie ist das zu erklären? Die andere Erfahrung haben wir alle. Wir waren in Bildungseinrichtungen und können vieles nicht mehr, was wir da haben können müssen. Also von daher dieses Zusammenbringen, es ist für mich wie eine realistische Wendung. Wir brauchen eine realistische Wendung. Wir müssen Lehren und Institutionalisierung irgendwie neu nochmal kritisch überdenken und uns mehr auf das Lernen der Menschen beziehen. Wir müssen das, was wir an Weiterbildung, Kompetenzentwicklung haben, auch an Hochschulen übrigens, müssen wir von einer nüchternen Klärung dessen ableiten, wie Lernen geschieht, wann Lernen gelingt und was Subjekte dazu brauchen, um Lernen voranzukommen. Vielen Dank. Jetzt ist hier mehrfach schon der Begriff Kompetenz gefallen. Jetzt ist dies ja ein sehr schillernder Begriff, wenn wir mal die Definition für Kompetenzen im Umfeld von PISA, aber auch von Bologna sehen, wie er in Hochschulen umgesetzt wird. Dann haben wir ja doch im betrieblichen Lernen eine etwas andere Ausrichtung dieses Kompetenzbegriffes. Was bedeuten denn Kompetenzen letztendlich im betrieblichen Kontext und warum benötigen wir überhaupt kompetenzorientierte Lernsysteme, Herr Erpenbeck? Also es wird sehr oft argumentiert, es gibt so unglaublich viele Kompetenzbegriffe und deshalb sei das so unscharf und ungenau. In Wirklichkeit gibt es nicht so viele. Es gibt unterschiedliche Richtungen innerhalb des Kompetenzverständnisses, von denen ein großer Teil miteinander kompatibel ist. Es gibt eine Richtung, die nicht kompatibel ist. Das ist die, die den PISA-Messungen zugrunde liegt und dem PISA.
Gedanken, das ist eine rein kognitivistische und damit eigentlich mit Kompetenzen in Wirklichkeit nicht zu tun habende Richtung. Alle anderen, sowohl die, die von einem Kulturstandpunkt aus sagen, Kompetenz ist natürlich ein eingeengter Begriff gegenüber dem Gesamt der Kultur, als auch Bologna, was eben nur die Handlungsfähigkeit hervorhebt oder auch die Qualifikationsrahmen, die der deutsche und der europäische. Und dann gibt es natürlich, und ich denke, das ist eine sinnvolle Konzentration auf die Fähigkeiten in offenen, in unsicheren Situationen und unter solchen Bedingungen handeln zu können. Das ist eine sehr allgemeine Definition, also die Handlungsfähigkeit in offenen Situationen, aber sie bringt eigentlich den wahren Grund, warum Kompetenzentwicklung plötzlich so einen Erfolg hatten, einen theoretischen Erfolg, nämlich diese Art von Situation nimmt durch die Komplexität und durch die Beschleunigung aller Prozesse immer mehr zu. Das heißt, immer mehr Menschen werden in Entscheidungs- und Arbeitsprozesse involviert, wo es einfach keine Lösungen von vornherein gibt. Und deshalb sind nicht nur die Intellektuellen, wo man das immer denken sollte, dass die natürlich selbst organisiert und kreativ handeln können müssen in offenen Situationen, ist das in ganz vielen Arbeitssituationen. Und es hängt nicht mal unbedingt von der Bildung und Vorbildung ab. Kollegen in Nürnberg haben sehr schön herausgearbeitet, dass auch Niedrigqualifizierte inzwischen diese Fähigkeiten in solchen Situationen zu handeln durchaus brauchen. Kompetenzen sind also etwas, was immer mehr notwendig wird. Und das ist eigentlich der Kernpunkt sozusagen der ganzen Kompetenzdiskussion. Egal, wie man jetzt im Einzelnen Kompetenzen fasst, auch wie man sie begrifflich fasst. Man könnte sie auch sicher als Könnerschaft zum Beispiel fassen, was ich gar nicht so falsch fände, diesen Begriff der Könnerschaft zu verwenden anstelle des Fremdworts Kompetenz. Aber es hat sich eingebürgert eben, der Kompetenzbegriff. Herr Arnold, Generationen von Pädagogen haben uns über Belehrungsdidaktiken aufgezeigt, wie man insbesondere das formelle Lernen optimieren kann. Kann man denn Kompetenzen in Seminaren lehren? Oh, das ist eine gute Frage. Also ich würde anknüpfen an das, was John Erbenbeck gesagt hat, vielleicht noch einen Akzent draufsetzen und sagen, für mich ist die Kompetenzorientierung eine Outcome-Orientierung. Der Kompetenzbegriff ist ein Outcome-Begriff. Also entscheidend ist, was hinten rauskommt. Frei nach dem großen Systemiker Helmut Kohl, ja, der das auch aussitzen konnte und so. Das sind durchaus Dinge, die wir vielleicht in der Pädagogik auch verstärkt brauchen. Also nicht das insistierende Bemühen, den Lerner in eine Richtung zu zwingen, wo nichts dafür spricht, dass das überhaupt hirnphysiologisch gehen sollte. Ich frage manchmal so in meinen Vorträgen die Leute, wer hat schon erfolgreich von ihnen ein Kind erzogen? Dann wird denen das schlagartig klar, dass die Subjekte nach eigener Logik ticken und sich Dinge aneignen. Wir können das anregen, wir können das begleiten, wir können auch zurücktreten zwei Schritte und es stattfinden lassen. Und wenn wir diese Punkte berücksichtigen, dann würde ich sagen, dann sind auch Seminare durchaus geeignet. Weil Seminare haben ja den Vorteil, die Menschen kommen aus der Hektik ihres Berufes zusammen in einen Raum, wo sie mal auf ihren eigenen Lernprozess achten können, den weiterbringen können. Das ist das Sinnvolle an Seminaren. Aber Seminare, die also inhaltsorientiert sind und inputorientiert, die sozusagen mit einem verkümmerten Verständnis von dem daherkommen, worum es eigentlich geht, die kann man vergessen. Die kann man vergessen. Ich will jetzt keinem meiner Kollegen zu nahe treten. Ich sage immer, also wenn wir die mal so durchgehen, die bildungstheoretische Didaktik von Klafki aus Marburg. Der Klafki hat immerhin, das finde ich ganz gut, hat deutlich gemacht, Inhalte dürfen nicht einfach in den Bildungsinstitutionen vorkommen, nur weil es sie gibt. Er hat deutlich gemacht,
das Kennzeichen einer demokratischen Gesellschaft ist, dass diese Inhalte kritisch auf den Prüfstand gerückt werden. Und da werden 5 Fragen an die Inhalte gerichtet. Und wenn diese 5 Fragen bei ihm, didaktische Analyse, positiv beantwortet werden, dann hat dieser Inhalt eine gewisse Berechtigung, im Schulcurriculum wegen mir vorzukommen. Gut. Das ist sinnvoll, das ist verdienstvoll. Aber nein, nicht nachvollziehbar ist für mich, auf dem heutigen Kenntnisstand, wieso Klafke gesagt hat, es gibt ein Primat des Inhaltes in Lernprozessen. Das glaube ich nicht. Es gibt Lernprozesse, da ist der Inhalt stärker im Fokus, stärker nützlich bei der Findung einer Lösung. Es gibt Lernprozesse, da ist der Inhalt völlig beliebig. Ich erinnere an diese Ansätze, die Michael Brater in der Wacker Chemie schon früh begonnen hat, wo Auszubildende kreative Arbeiten machen, künstlerische Arbeiten, nicht weil sie dann besser Metalltechnik können, sondern weil da Fähigkeiten geschult werden, ohne die ihnen auch alle Metalltechnik nichts nützt. Und von daher würde ich sagen, die Frage, kann man in Seminaren Kompetenzen entwickeln, stellt sich für mich so nicht, weil es kommt für mich darauf an, welche didaktische Konzeption dahinter ist. Und heute brauchen wir weniger inhaltsorientierte Didaktiken als vielmehr subjektorientierte Didaktiken. Wir brauchen ein Methodenverständnis, wo nicht der Lehrende, der Besitzer der Methode ist und sagt, ich mache das jetzt mal so und so, sondern wo die Lernenden über eigene Lernmethoden verfügen, mehr und mehr. Ich habe im Vorgespräch Hugo Gaudig erwähnt, alter Reformpädagoge, der hat 1904 ein Buch geschrieben, Die Schule der Selbsttätigkeit. Und ich glaube, in diesem Buch schreibt er den Satz, der Schüler braucht Methode. Das ist das, worum es eigentlich heute geht. Die Lerner wieder zu dem werden lassen, was sie eigentlich immer schon sind, nämlich selbstgesteuerte Lerner. Nun kann ich diese selbstgesteuerten Lerner in das Korsett einer institutionellen Lernumgebung hineinstecken, aber dann sagen uns die Hirnforscher ja, was dann passiert. Herr Spitzer hat dann, das beruhigt uns, an bayerischen Schülern festgestellt, dass deren Gehirn, die lernen mit der Zeit, das Gehirn lernt mit der Zeit, von 8 Uhr morgens bis 13 Uhr Mittag in eine Art Sleep-Modus zu verfallen und nicht zu lernen. Und wenn das institutionalisierte Lernen vorbei ist, dann geht es wieder hoch. Dann ist die Wachsamkeit und die Lernfähigkeit ganz hoch. Also da lacht man sich doch tot, wenn man das so sieht. Ja, da müssen wir mit aufhören. Das ist auch volkswirtschaftlich nicht sinnvoll. Gut, und in dem Zusammenhang spielt da jetzt die sogenannte Ermöglichungsdidaktik eine besondere Rolle. Könnten Sie uns bitte kurz erläutern, was hinter diesem Begriff steckt? Ja, also zunächst mal denke ich immer an Heiner Geißler, der auch für die CDU damals Begriffe besetzt hat. So ähnlich ist es hier auch. Die Ermöglichungsdidaktik ist ein Label, ein Kampfbegriff wäre jetzt zu stark. Angeregt durch Erik Adam aus Klagenfurt, der von der Erzeugungsdidaktik gesprochen hat. Damit hat er gesagt, in seinem Buch über das Subjekt in der Didaktik hat er geschrieben, im Grunde genommen sind alle didaktischen Konzepte irgendwo so technologisch verseucht. Die gehen so an den Lernprozess ran, als sei der wie ein Brückenbauen, als sei der technisch beherrschbar. Und das ist nicht so, sondern Lernen ist ein Umgang mit Widerständigkeit und Selbstorganisation. Und er hat jetzt nicht den Begriff der Ermöglichungsdidaktik verwendet, aber er hat die Erzeugungsdidaktik kritisiert. Und dann sind wir auf diesen Begriff der Ermöglichungsdidaktik verfallen. Aber auch da muss man sagen, da ist also Carl Rogers in den Vereinigten Staaten, der hat schon früh von Facilitating gesprochen. Da haben sie es schon, ja. Hier, Jean-Jacques Rousseau und mit seinem Konzept der negativen Erziehung. Ich erziehe, indem ich gerade nicht erziehe, ja. Von daher ist das nicht so, dass wir die entdeckt haben, diese Ermöglichungsdidaktik, sondern wir haben wieder einen Akzent gesetzt und wir haben deutlich gemacht, heute spricht auch evidenzbasiert alles eigentlich dafür, sich zu verabschieden von diesen linearen Modellen, von Lehrgliederungen und was es da so alles gibt. Das kann sinnvoll sein, es mal so probehalber durchzuspielen, aber die Gefahr ist, wenn ich einen Lernprozess vorstrukturiert habe, das ist ja eine Anmaßung, ich weiß ja gar nicht, worauf der Lerner anspringt, was er vertiefen möchte, was er braucht in seiner Praxis, das ist die Kehrseite der Medaille. Wenn ich diese Anmaßung zu stark übertreibe, dann habe ich auch in der Weiterbildung diese Sleep-Modus-Phänomene. Herr Erbenbeck, in der Literatur wird ja an Messmethoden in Lernsystemen werden sehr hohe Anforderungen gestellt. Kann man denn diese Anforderungen, die jetzt für beispielsweise Tests gelten, einfach auch auf die Kompetenzmessung übertragen? Also erstens glaube ich, dass in der Praxis
außer vielleicht bei Assessments oder so, sehr wenig mit Tests gearbeitet wird, mit hochentwickelten Tests. Und wenn man genau guckt, sind die Tests, die sich in der Praxis durchgesetzt haben, genau die, die jedem Psychologen die Haare zu Berge stehen lassen, weil sie angeblich nicht reliabel, nicht valide sind. Und da ist sicher auch was dran. Das Problem ist aber meiner Ansicht nach ein ganz anderes. Wir haben ein riesenhaftes Schulsystem. Es gibt, das weiß der Pädagoge besser als ich, es gibt unglaublich viele Untersuchungen über die Qualität von Schulzensuren. Und Schulzensuren sind zumindest wirklich das Mieseste, was es gibt, um Leistungen zu messen. Die sind in der Regel plus minus eins beim Sechser-System. Man kann sich ausrechnen, was das für ein Spiel in Wirklichkeit ist. Mit dieser Genauigkeit kann jede Kompetenzmessung konkurrieren. Und die Einschätzung bei Kompetenzmessungen, da sie ja auf der realen Kenntnis der Arbeitsmethoden und der Arbeitsresultate von Leuten, Mitarbeitern in der Regel beruht, sind meistens sehr hoch, was man wunderbar sieht, wenn man Kompetenzeinschätzung nebeneinander legt. Dann sieht man, dass bei einer Person, die sagen wir mal von 8 Leuten eingeschätzt wird, bei allen oder fast allen Beurteilern bei bestimmten Kompetenzen diese Einschätzung ganz klar nach oben oder nach unten gehen. Das heißt, alle sagen, der hat eine tolle Kompetenz beim analytischen Denken, seine kommunikativen Kompetenzen sind eher mittelmäßig oder schwach. Das sieht man unabhängig jetzt, wie man das im System einzeln aufbaut, so deutlich, dass man darüber eigentlich überhaupt nicht diskutieren kann. Eine andere Sache, die wollte ich unbedingt noch loswerden. Es gibt eine berühmte Untersuchung, die wir vorhin ausgeklammert haben, als wir auf Rousseau eingegangen sind. Und so. Das ist von Litt, der ein Buch geschrieben hat, Führen oder Wachsen lassen. Und dieses Führen oder Wachsen lassen ist für ihn das pädagogische, die pädagogische Grundfrage überhaupt. Wenn wir ein Führungssystem, das Buch ist übrigens 1932 geschrieben und dass die Nazis dieses Buch nicht wollten, weil es klar gegen das Führungssystem ist und gegen das sozusagen das, was du gesagt hast, wer sind wir denn, dass wir vorschreiben, wie jemand seinen Geist zu entwickeln hat. Dieses Führen ist nicht der optimale Weg, pädagogisch nicht der optimale Weg, um zu Resultaten zu kommen. Also wachsen lassen. Wachsen lassen natürlich im Sinne von Ermöglichungs wachsen lassen. Nicht einfach wild Wuchs, sondern wir versuchen in diesem Wachstumsprozess Leute einzugliedern und zu gucken, was dabei rauskommt. Und das können wir wiederum natürlich sehr schön beurteilen, wenn Leute zusammenarbeiten in Teams oder auch in Seminaren, die aber so orientiert sind, so wie du es angeführt hast, also nicht Seminare, die der reinen Stoffvermittlung dienen. Darf ich dazu mal was sagen? Also ich denke auch, es ist die erlebte Kraft des Selbstlernens, welche am meisten überzeugt, auch in den Projekten mit den Menschen, mit denen wir dann so arbeiten. Da ist es ja oft auch so, dass die zunächst mal selber misstrauisch sind, so nach dem Motto, wie, jetzt bin ich hierher gekommen und dachte, der macht was mit mir und jetzt habe ich Gelegenheit, selber was zu machen. Kann ich das denn? Ist das denn vergleichbar gut und so weiter? Und erst in der zweiten oder dritten Schleife merken sie, dass nur das Substanz und Nachhaltigkeit hat, was wir selbst uns angeeignet haben, immer natürlich begleitet. Das heißt, da ist dann schon jemand da, der Zugänge bereitstellt, aber nicht aufdrängt. Da ist jemand da, der einen Rat geben kann, aber vor allen Dingen in die Selbstklärungskraft der Leute vertraut. Wir haben vor einiger Zeit ein schönes Feedback bekommen in einem Prozess, den wir in Honduras begleitet haben. Da haben dann die Leute am Ende zu uns gesagt, haben wir auch so gearbeitet, ja. Ging auch um Bildungsfachleute und zum Schluss haben die gesagt,
Also am Anfang hatten wir ja Angst, dass da wieder jemand kommt und uns sagt, was wir tun sollen. Wir sind überrascht, das Wort sollen ist überhaupt nicht gefallen. Und was wir gelernt haben bei euch ist, dass wir es selbst machen können. Und darum geht es eigentlich. Ja? Das ist die überzeugendste Wirkung. Und dann kommen die Leute, sind in der Lage, zu gigantischen Leistungen zu kommen, was ja auch systemtheoretisch nachvollziehbar ist. Wenn wir die neuere Systemtheorie nehmen, dann ist die Aussage ganz klar, auch bei der Hirnforschung, die argumentieren ähnlich, dass man sagt, das, was ein System hier hinkriegt, auch ein Gehirn, ist zu 98% abhängig von dem, was an Potenzial in ihm bereits vorhanden ist. An Erfahrungen, an Lösungsmöglichkeiten und so weiter. Und von außen kommend haben wir nur eine Möglichkeit dazu, 3% Einfluss in irgendeiner Form zu nehmen. Aber wir wissen nicht, in welcher Form das wirkt. Das ist ja das, was in internationalen Beziehungen man auch merkt. Dann marschieren die ein und wundern sich, dass sie nachher einen islamistischen Staat da haben. Das ist eine der ungewollten Nebenwirkungen. Wir haben immer ungewollte Nebenwirkungen. Das Verhängnisvolle an unseren Lernkulturen, und das merkt die Industrie glücklicherweise, das Verhängnisvolle ist, dass die Nebenwirkung, die wir da haben mit den Belehrungskulturen, ist das Subjekt, was ich nicht mehr zutraue, selbst zu lernen. Da sind wir bei dem Stichwort pädagogische Professionalisierung. Sie haben ja quasi mit Ihrem Projekt pädagogische Professionalisierung, wenn ich es mal so sagen darf, die kulturelle Basis für das Projekt Next Education bei der Deutschen Bank gelegt. Zwei Fragen habe ich in dem Kontext. Zunächst, was verbirgt sich hinter diesem Begriff pädagogische Professionalisierung und was bedeutet dieser Ansatz, diese Veränderung für die Rolle der bisherigen Trainer und Dozenten, die eingesetzt waren? Ja, also das Faszinierende ist, das ist ein Zufall auch, dass diese Bezeichnung pädagogische Professionalisierung, die kam von den Kollegen dort. Was die nicht wussten, ist, dass 1983 ich eine Doktorarbeit geschrieben habe mit dem Titel Die pädagogische Professionalisierung betrieblicher Bildungsarbeit. Schon damals hatte ich eher so gedacht, das ist begrifflich stark von der Realität weg. Aber die haben das selber aufgebracht. Und warum? Weil es eigentlich um das geht, was wir jetzt auch verschiedentlich schon angesprochen haben. Dass wir eine Art realistische Wende brauchen. Wir brauchen eine Form, Lehr-Lern-Prozesse auf die Schiene zu setzen, aufzugleisen, sagen die immer, ja, naheliegend, die dem Rechnung trägt, was Gehirne so tun und nicht die Gehirne zu zwingen, nach unseren Lehrgliederungen, nach unseren Kompetenzprofilen und so sich zu orientieren. Und da ist unheimlich viel Freiheit und auch Potenzial drin. Und diese komplexen Konzerne brauchen heute genau das. Ich war mit in dieser Initiative, wo der Arbeitsdirektor der Deutschen Bahn dann gesagt hat, wir müssen uns selbst disruptiv angreifen, sonst greifen uns andere an. Die disruptive Innovation ist die, die mit einem Pinselstrich 150.000 Arbeitsplätze verschwinden lässt und durch 15 ersetzt. Das ist das, was wir bei den Startups im Silicon Valley beobachten. Die machen Plattformlösungen, schwuppdiwupp ist plötzlich was ganz anderes da. Gerade im Transportbereich, also Uber und vieles andere, im Cargo-Bereich werden wir es zu tun haben mit intelligenten Containern und alles, was wir bislang, die sich selbst sozusagen den Zug aussuchen, mit dem fahren. Ich übertreibe jetzt mal. Da brauchen wir Menschen, die über das Gewohnte hinauszugehen in der Lage sind. Wir brauchen Menschen, die nicht mehr festhalten an bisherigen Mustern, sondern die neue Muster entwickeln. Das hat der Herr Weber da sehr gut gesagt, sehr glaubwürdig als Führungskraft auch rübergebracht. Und ich denke, das ist der Hintergrund, dass man mehr und mehr versteht und spürt, wir brauchen eigentlich eine Stelle, die für die Kompetenzentwicklung im Unternehmen zuständig ist, die auch zunehmend anerkannt und gesehen wird als die professionellen Kompetenzentwickler. Und zu der Frage, welche Rolle sich da für die Verantwortlichen daraus ergibt, da haben Sie ja schon selber gesagt, da sind ja sehr viele Rollendifferenzierungen. Wir haben jetzt Folgendes gemacht, dass wir natürlich erstmal die Kompetenzprofile für diese unterschiedlichen Berufsrollen uns angeschaut haben. Da sind ja Tariffragen dahinter. Und wir wissen ja alle, bei der Bahn, Tariffragen hat eine eigene Dynamik. Wir würfeln die einfach alle jetzt mal auch zusammen und bringen die in Berührung mit diesem neuen Blick auf das Lernen. Und wo setzen wir an? An ihren eigenen Lernerfahrungen. Und es geht, weil das Ihre Frage war, im Kern darum, nicht mehr Lehrende zu haben, sondern Lernbegleiter. Menschen, die viel verstehen darüber, wie Menschen lernen, die auch selber ihren eigenen Lernprozess wieder entdeckt haben und aufgrund dieser eigenen Erfahrung auch sehr gut begleitend unterwegs sein können bei der Entwicklung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Und ich kann so unterm Strich sagen, ich habe eine unglaubliche Fülle von sehr kreativen und aufgeschlossenen Menschen da getroffen. Ich habe ganz wenig Bedenkenträger getroffen, eigentlich kaum, was man ja aber manchmal auch trifft. Ja? Ich weiß vielleicht jetzt nicht, in der Hochschule selten nur, ja, in der natürlich immer woanders. Aber es gibt bornierte Organisationen, ich hatte selber schon Kontakt mit solchen Organisationen, die sich schon angegriffen fühlen dadurch, dass man die bisherige Praxis mal auf den Prüfstand stellt. Und das kann man, genau das kann man von dem Bahnkonzern nicht sagen. Diese Überlegung, weil welches Lernen brauchen wir für die Zukunft und wie kann man das anbahnen und unterstützen? Da ist Lernbegleitung wichtig, die Nutzung neuer Technologien ist wichtig, Kompetenzorientierung ist wichtig. Wir haben ja zu Beginn des Projektes Next Education eine gründliche Bedarfsanalyse durchgeführt. Und da haben wir uns natürlich intensiv auch mit Begriffen wie Enterprise 2.0, Social Business, Logistik 4.0 und was es noch für andere Termini dafür gibt, beschäftigt. Das heißt, die Kommunikation, das Arbeiten findet immer stärker unter Nutzung neuer Medien statt, findet immer mehr im Netz statt. Und da stellt sich natürlich zwangsläufig die Frage, Herr Erbenbeck, ist denn Kompetenzentwicklung auch im Netz möglich? Ja, Kompetenzentwicklung ist im Prinzip mit jedem Medium möglich. Und die Frage ist natürlich, wie weit das Medium so entwickelt werden kann, dass Kommunikationsprozesse darin gut oder vielleicht sogar besser als ohne Medium oder mit schlechteren Medien stattfinden. Alles andere wäre eine Eingrenzung der Kompetenzentwicklung und übrigens auch eine Eingrenzung der Möglichkeiten von Medien, weil sich natürlich die Medien, das wissen wir alle, Google ist schon mal gefallen, der Name, Google hat mehr als die Hälfte seiner Arbeitskapazität im Augenblick darauf gerichtet, Computer zu entwickeln, die humanoide Computer sind, das heißt Computer, die sozusagen nicht nur informationsverarbeitende Systeme sind, sondern eben auch so etwas wie Wertungen, wie Gefühle und so entwickeln. Und wenn das stattfindet, das kann man absehen, dass das in 5 bis 10 Jahren so weit ist, dann ist der Computer sowieso ein ganz anderes Medium, als er heute ist. Denn er ist ein beratendes Medium, er ist ein Gesprächspartner, möglicherweise auch ein Widerpart in der Diskussion. Kann man aber abschalten dann? Man kann ihn letzten Endes auch mit der Axt bearbeiten, aber ob man es will, ist die andere Frage und ob es sinnvoll ist, ne, das zu tun. Insofern sind die Medien sozusagen, man kann mit Medien ganz viel Kompetenzentwicklung machen. Es müssen nur die Voraussetzungen, die pädagogischen, sein, dass tatsächlich eine Emotionalität erzeugt wird, dass tatsächlich echte Alternativen existieren, dass tatsächlich eine echte soziale Zusammenarbeit stattfindet. Es gibt auch Lernplattformen und so. Also sagen wir, ja, die besten Arrangements von unterstützten Kompetenzentwicklungsprozessen, ja, das könnten wir jetzt noch klären, was das technologisch heißt, die müssen nicht unbedingt an dem Ort geboren werden, wo die Universität ihr Schild hat. Im Gegenteil. Ja. Und es ist durchaus zweierlei durchaus denkbar. Das eine ist, dass Leute in Darbietungen eingeschlossen werden, die so hoch emotional sind, dass sie tatsächlich dort Kompetenzen erwerben und nicht nur Wissen rübergeschoben kriegen. Das wäre eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist natürlich, dass Unternehmen, auch das Unternehmen, was hier in Rede steht, selber in den Arbeitsprozess Leute einbeziehen, dass sie also sozusagen, so wie sie auch normalerweise im Arbeitsprozess Kompetenzen erwerben, im Beruf Kompetenzen erwerben, gewissermaßen einbezogen werden und dabei Kompetenzen erwerben, ohne unmittelbar vor Ort zu sein. Beides ist natürlich denkbar. Damit sind wir jetzt letztendlich bei dem Veränderungsprozess, der durch Next Education schon eingeleitet worden ist und der sicherlich noch viele Jahre immer wieder weitergehen muss.
Wir haben in dem Projekt so die Vision entwickelt, dass sich unsere Lernarrangements, die wir entwickelt haben, schrittweise in Richtung Social Workplace Learning entwickeln. Darunter verstehen wir, dass das Lernen und Arbeiten tendenziell immer mehr zusammenwachsen. Das ist so ein bisschen die Leitlinie, an der wir uns in unserer Arbeit ausgerichtet haben. Wenn Sie jetzt abschließend so in die Zukunft blicken, vielleicht 10 Jahre voraus, wie sieht nach Ihrer Sicht in 10 Jahren das Corporate Learning, also die betriebliche Bildung in unseren Unternehmen aus? Wenn tatsächlich diese Vision vom Lernen am Arbeitsplatz, in der Arbeit selber, Lernen im Prozess der Arbeit, die ja auch schon lange nun theoretisch reflektiert wurde, unter anderem übrigens von der Gruppe, wo ich herkomme, nämlich von der QEM, dann ist es natürlich die Frage, wie lange halten sich dem gegenüber Bildungseinrichtungen? Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob Bildungseinrichtungen in der Form, wie wir sie heute haben, zumindest Schule vielleicht, weil Schule ist ein so historisch gewachsenes Unternehmen, dass es sehr lange dauern wird, ehe da irgendwelche Veränderungen passieren. Aber an der Universität wird das schon anders sein. Universitäten werden anders und schneller reagieren. Dass dein Institut existiert, ist eine dieser Reaktionen zum Beispiel. Und vielleicht werden wir irgendwann in der Zukunft, werden die Universitäten nur noch so existieren, wie heute Opernhäuser existieren, nämlich als ein schönes und auch begehrtes Relikt aus der Vergangenheit. Vielen Dank, Herr Arnold. Ja, vielleicht als Ergänzung dazu, ich sehe das durchaus ähnlich und dann doch an ein, zwei Stellen vielleicht ein bisschen anders. Ich denke, Schule hat auch in einer demokratischen Gesellschaft eine wichtige Funktion der Inklusion, der Kompensation sozialer Ungleichheiten. Dass uns das in Deutschland nicht so gut gelingt nach den PISA-Ergebnissen, dass bei uns der Sozialstatus noch sehr stark von Geburt und Einkommen abhängt, heißt nicht, dass es nicht gelingen kann. Von daher würde ich sagen, eine Demokratie braucht ein institutionalisiertes Bildungswesen, um sozusagen auch Kindern, auch jetzt gerade unter Migrations- und Inklusionsgesichtspunkten, einen Raum zu geben, in dem sie sich die Erfahrungen, die sie brauchen, um in dieser Gesellschaft zu leben und sich orientieren zu können, indem sie sich diesen aneignen können. Dem würdest du, ich sehe das an deinem Nicken, ja auch so zustimmen. Was wir unbedingt sein lassen müssen, ist dieser Aberglaube und die Überschätzung des Inhalts. Und das ist immer ganz wichtig, da muss man ganz behutsam reden. Natürlich braucht eine kompetente Lösung das inhaltliche Know-how. Aber das inhaltliche Know-how alleine führt noch nicht zur Kompetenz. Ich beobachte es so, dass wir eine immer rasantere Veralterungsrate von Wissen haben. Es gibt Untersuchungen, die sagen, dass die 10 am meisten nachgefragten Berufe am amerikanischen Arbeitsmarkt, die gab es vor 10 Jahren noch gar nicht. Das heißt, wir bereiten in unseren Ausbildungsgängen und im Bildungswesen, vor allen Dingen an den Universitäten, auf Berufe vor, die wir noch gar nicht kennen. Dort werden die Menschen mit Problemen befasst sein, die wir auch noch nicht kennen. Zu der Lösung dieser Probleme brauchen sie Technologien, die wir auch noch nicht kennen. Was tun wir da eigentlich? Und da, denke ich, kommt ein wichtiger zweiter Aspekt hinzu, dass wir also diese inhaltliche Orientierung, diese Illusion, wir könnten Menschen vorbereiten, die müssen wir sein lassen. Was viel stärker in den Blick rücken muss, ist, dass es um die Ausstattung der Persönlichkeiten geht. Und da müssen wir viel stärker das, was wir wissen aus der künstlerischen Bildung, aus der Erwachsenenbildung, aus der Identitätsbildung, solche Ansätze müssen in den Schulraum Einzug halten, damit Schule diese und auch Universitäten diese Aufgabe wahrnehmen können, starke Persönlichkeiten entwickeln zu können. Ein deutscher Pädagoge hat immer gesagt, es geht darum, Inhalte zu klären und Personen zu stärken. Und dass das geht und dass das auch in Deutschland geht, zeigen viele sogenannte finnische Schulen in Deutschland. Da gibt es ja diesen Film von Reinhard Kahle, wo die dokumentiert hat, unter anderem die Gelsenkirchener Evangelische Gesamtschule, die man sich mal anschauen muss, wo es wirklich, der hat Rainer Winkel, ein Berliner Professor, hat die aufgebaut und geleitet. Und im Vordergrund steht, in der Bronx des Ruhrgebiets, hat er immer gesagt,
Kindern ein Zuhause zu geben, gleichzeitig der Region einen Kulminationspunkt zu stiften und alles zu tun, damit Kinder nicht gekränkt werden, sondern lernen an sich zu glauben, dass man ihre Verantwortungsfähigkeit entwickelt, indem man denen zum Beispiel für jede Klasse wird ein neues Klassenhaus gebaut, für das alle verantwortlich sind. Und solche feinen Bestandteile, die wir in der Pädagogik seit Hunderten von Jahren schon haben, aus der Reform, die zu nutzen, um dieser Aufgabe gerecht zu werden, Personen zu stärken. Würde ich vollkommen übereinstimmen. Und ich glaube auch nämlich, dass ein großer Teil der methodischen und inhaltlichen Dinge schon existieren. Das sieht man, wenn man mal zusammenträgt die experimentellen Ansätze in der Pädagogik. Es gibt hunderte solcher Ansätze und witzigerweise sind sie von Montessori bis Waldorf und weiter immer kompetenzorientiert. Und es sind aber immer nur Experimente, während die normale, in Anführungsstrichen, wissensvermittelnde Schule immer dominiert hat. Der Grund ist nicht, dass es die bessere Pädagogik ist, sondern dass es die kontrollierbare Pädagogik ist. Du kannst ja das bis in die Klassenbucheinträge hinein kontrollieren, ob der Stoff behandelt wurde. So ist es. Und deshalb ist eine meiner Idealvorstellungen, die komischerweise so noch nie gemacht wurde, dass Leute, die auf diese Instruktionspädagogik bauen, dass die einfach, wenn ein Stoff gelehrt wurde und abgeschlossen wurde, nach einem Jahr denselben Stoff in derselben Weise abprüfen und gucken, was ist noch übrig geblieben. Ich bin überzeugt, es ist fast nichts mehr übrig geblieben. Und das ist sozusagen der klare empirische Beweis. Das ist eine unsinnige Art zu lehren. Solche Überlegungen gab es ja. Man hat ja sogar festgestellt, um zwei Sachen mal zu nennen, irgendwo in Sachsen-Anhalt, wo hat man festgestellt, dass die Mathematikfähigkeiten der Jugendlichen sanken, obwohl sie ein Jahr weiter in Unterricht hatten. Ja. In Zürich gab es diesen Fall, in Wettingen heißt, glaube ich, der Vorort von Zürich, da haben die einfach nur ein halbes Jahr Unterricht gemacht, weil sie kein Geld mehr hatten. Die Schweizer sind da manchmal kreativ, haben gesagt, keine Franken mehr, kein Unterricht. Und haben die Leute sozusagen sich selber vorbereiten lassen auf die Prüfung, die am Jahresende stattfand. Jürgen Oelkers hat das begleitforscht. Die Frage ist, welche Schüler waren erfolgreicher? Die Unterricht hatten oder die keinen Unterricht hatten? Die Antwort ist, fachlich waren die etwa gleich. Aber die keinen Unterricht hatten, die haben sich weiterentwickelt in ihrer Fähigkeit, sich zu vernetzen, in ihrer Selbststeuerungsfähigkeit, in ihrer sozialen Kompetenz. Das ist doch wieder so ein Ergebnis. Also entweder geht das Gehirn in Sleep-Modus oder wir lassen die Belehrung über uns ergehen bis an die Universitäten hinein und haben dann den Schaden davon, dass wir uns nicht behaupten können, uns nicht vernetzen können, uns nicht bewegen können als Menschen. Rolf Arnold, John Erbenbeck. Sie haben uns einen eindrucksvollen Einblick in die spannende Welt der heutigen Pädagogik, der offenen Fragen der Pädagogik von der schulischen bis zur betrieblichen Seite hier gegeben. Dafür danke ich Ihnen ganz herzlich und ich freue mich auf eine spannende Diskussion, die wir heute und in den kommenden Tagen im Netz dann zu Ihren Aussagen erleben werden. Dankeschön.